dran ist zwei. Ja, bitte sehr. Mein Name ist Barbara Voigt, ich bin Realschullehrerin, gerade noch an einer inklusiven Realschule in München für kaum Behinderte und Nichtbehinderte. Und wir haben auch schon sehr viel versucht zu verändern. Jener Plan war unser Vorbild. Was mich jetzt interessieren würde, sind zwei Dinge. Einmal Ihre architektonische Geschichte, weil ein Umbau in der Art und Weise kostet sehr viel Geld. Meine Frage wäre, wie sind Sie da unterstützt worden? Wer hat das finanziert? War das die Stadt oder wie war das? Das ist die eine Frage. Und die zweite ist eine pädagogische. Sie haben vorhin in dem Film gesagt, da gibt es so eine Stunde, die ist Deutsch und Geografie gleichzeitig. Wie gestalten Sie denn Ihren Stundenplan? Ich gehe mal weiter. Also, du schüttelst mit dem Geld zu. Ja, also, das ist jetzt nun wirklich eine Geschichte. Hast du das drin mit dem Mehrzweckraum? Aber das wurde schon weggelassen. Also wir hatten dann irgendwann eine Schulentwicklungsgruppe und die haben sich mit der räumlichen Gestaltung eben da auseinandergesetzt und wir haben dann diese Pläne erstellt und dann war ein Punkt, an dem hieß es, alles wunderbar, wir gehen mit, aber, und jetzt der Originalsatz, wir brauchen Türen, das haben die Lehrer gesagt. Ja? Und noch häufiger, ja, die meisten. Ja, gut. Na, du nicht, aber ich auch nicht. Aber, also, oder ich brauche eine Tür. Und dann waren wir an einem Punkt angekommen, wo wir gesagt haben, wir können nicht mehr weitermachen. Und da hat unser Kreisbaumeister. Wir sind Landkreis. Also der Landkreis Donau-Ries ist unser Sachaufwandsträger. Und der Kreisbaumeister, der hat unser Konzept so gut schon verstanden gehabt, den haben wir auch mitgenommen zum Pädagogischen Institut und so weiter. Der hat dann, ich habe gesagt, wir brauchen nicht mehr weitermachen. Es hat keinen Sinn, die Lehrer gehen da nicht mit. Und dann hat er gesagt, wie wär's denn? Wir bauen eine halbe Lernlandschaft. Die bauen wir ohne viel zu fragen. Und wenn es dann gebaut ist, also zwei Zimmer, Sie haben ja den ursprünglichen Plan gesehen, wir bauen zwei Zimmer um zu einer Lernlandschaft. Und zwar so, also halbe, so wie Sie sich das wünschen, mit allen Schikanen, Schallschutzdecke, Velourteppichboden, den Möbeln, den Regalen, mit Computern und allem Möglichen, alles, was Sie wünschen. Und dann haben wir rechts, sozusagen auf der rechten Seite war das Schöne, das haben wir während der Ferien gemacht. Also ich habe dann ein bisschen, sagen wir mal, ich habe nicht die Wahrheit gesagt. Ich habe meinen Kollegen gesagt, wir machen nichts. Wir haben aber am ersten Ferientag begonnen, die Wände einzureißen. Und waren am letzten Tag. Bleiben Sie in dem Feld ab und zu an Ihrer Schule, wer weiß, was da passiert. Und dann hatten wir das am Ende fertig und der Kreisbaumeister ist dieses Risiko mit uns angegangen. Er hat gesagt, das Schlimmste, was uns passieren kann, ist der Rückbau in die ursprüngliche Form. Die kostet aber, dieser Rückbau kostet dann doppelt so viel und dann können Sie das behalten für alle Zeit, selbst wenn Sie die andere Hälfte nicht mehr bekommen. Und ja, wir haben dann auch gesponsert bekommen, einen Teil und so weiter. Aber wir haben es geschafft finanziell und als dann die eine Hälfte fertig war, die Leute gekommen sind, also auch die Politiker, die Kollegen und gesehen haben, also da ist es so und die andere Hälfte so. Es hat nicht lange gedauert, gingen auf der linken Seite die Türen auf und die Kinder haben immer gesagt, es kommt leise rein. Ja, von der anderen Seite. Also so hat es begonnen, dann haben wir das den Politikern gezeigt. Die Politiker haben gesagt, um Gottes Willen, das kann man in diesen anderen Räumen ja nicht mehr aushalten. Es ist ja laut und so weiter. Und dann haben wir weiterbauen dürfen. Und es ist auch ein Märchen, dass es so teuer ist. Stimmt nicht. Die Ausstattung die Ausstattung an Tischen, Tafeln mit diesem Schienensystem ist nicht teuer als die Ausstattung eines ganz normalen Zimmers. Was etwas mehr kostet, sind die Regale. Aber die werden gefördert und zwar, sie sind ja mit der Decke und mit dem Boden verbunden. Also das ist praktisch Bau und wird dann auch gefördert. Ja? Wie eine Wand. Ja. Und dann wird es insgesamt auch nicht so teuer. Also und da der Flur, da immer gut genau. Gewichtsraum ist, wird er auch gefördert. Und das ist auch noch ein Trick, der Flur, da wird jeder Quadratmeter, ich weiß nicht, ob jemand da ist, der das weiß, ich glaube 3200 Euro pro Quadratmeter, wird dann auch der Flur gefördert. Es wird nur eine bestimmte sogenannte Verkehrsfläche abgezogen. Aber der Flur gehört dann mit zum Unterrichtsraum. Und was das Geld anbelangt, ist es ein Märchen. Also es ist nicht wahr, dass es wesentlich teurer ist, als also zumindest die Ausstattung eines Zimmers.
Und zwar ist Frage, wie? Ja, da habe ich das schnell vorausgeklickt, Entschuldigung, weil wir schauen müssen, wie das Gespräch läuft, was wir wann brauchen. Ein Beispiel für so ein Kompetenzwasser, wenn man das nicht lesen kann, ist aber auch nicht wichtig, sondern nur die Struktur sehen, wo aufgeschlüsselt ist jetzt das Beispiel Deutsch. Ja. Da fehlt jetzt noch ein zweites Blatt für die anderen zwei Aufsatzarten, das ist jetzt klar. Das sind die Themenbereiche aufgeschlüsselt. Und drunter steht dann immer, was das Kind dann können soll. Und hier sehen Sie dann zum Beispiel mal das, was ich gesagt habe. Ich habe ein bisschen einen Test nachgewiesen über den Bereich, über den Bereich, über den Bereich. So, jetzt haben wir es so gemacht, das, was Sie gerade jetzt gefragt haben, dass meine Kollegin und ich schon sehr bald gemerkt haben, dass zum Beispiel diese zwei Fächer, Deutsch, Geografie, was man da so unterrichtet, eigentlich wunderbar so ineinander zu verzahnen ist. Und haben dann einmal so nach dem ersten halben Jahr mal gemerkt, auch das könnten wir doch miteinander mit Lektüre und Kontinente und das auch verzahnen. Und das lief dann so gut. Und sie hat gerade von der Vision gesprochen, ich habe auch eine. Und da ist das erste kleine Schrittchen dazu, dass wir nicht nach Fächern, sondern nach Themen unterrichten. Keine Schublade auf, Schublade zu, Schublade auf. Und das hat alles miteinander nichts zu tun. Sondern dass wir vernetzt denken und lehren und lernen, so wie das Leben nun mal ist. Ja. Und deswegen, das Gleiche hatten wir auch für Geografie. Ja, wichtig sind die Farben noch. Ich habe gerade gesagt, Kinder müssen das schnell finden, was sie zu suchen, wenn also ein Kind hier in dem Bereich was üben will. Es gibt Schubladen in diesem Gangbereich, die sind rot, außen, das ist Deutsch. Grün ist Geo, blau ist Latein und so weiter. Die Fachseite, Entschuldigung, gelb, blau ist Mathe, gelb ist Latein. Und innerhalb dieser Schubladen haben die Hängematten, was da drin ist, so Karteireiter, und die haben wieder eine, sind in einer bestimmten Farbe beschriftet. Jetzt, wenn ich hier zu was suche, gehe ich eben zu denen, die blau beschriftet sind. Wenn ich hier zu was üben will, zu denen, die rot beschriftet sind, sodass ich in 10 Sekunden an jedes Kindes gefunden, was es will. So, das Gleiche gibt es für Geografie, für Religion, für Mathe und so weiter. Und jetzt, ganz neu, haben wir uns überlegt, das können wir dann auch eben nicht mehr so getrennt aufschreiben, weil wir in diesem Jahr das, was die Kinder so angedeutet haben, tatsächlich durchgeführt haben. Es ist völlig wurscht, was auf dem Stundenplan steht, ob da Deutsch oder Geo steht. Es gibt ein Thema, an dem sie arbeiten. Und in die Materialien dieses Themas versuchen wir eben beides einzubringen, sowohl was im Lehrplan da und was im Lehrplan im anderen Fach steht. Aber die Kinder merken das gar nicht. Ja, sondern es macht Sinn, das eine zu können, weil ich das andere besser verstehe dann dadurch. Ja. Und deswegen ist das jetzt neu entstanden. Es gibt ein Raster für alles. Entschuldigung. Sie sehen hier oben, das wird, läuft dann so parallel nebenher. Das ist nicht eigener Unterricht. Also wir machen keinen Rechtschreibunterricht oder Grammatikunterricht, sondern es läuft nebenher. Das Kind, das das braucht, das hat die Groß- und Kleinschreibung noch nicht so beherrscht, wie es halt das übt hat. Das andere, das braucht das nicht üben, das ist ja Unsinn. Und so weiter. Das sind diese Bereiche, die nebenher laufen. In Deutsch, das ist, bleibt rot, und unten in Geografie, da muss ich halt am Anfang der Schule ein paar Sachen geben mit Atlas und so Grundwissen. Und der Rest sind Themen, Projekte, unter die alles subsumiert wird, was man in beiden Fächern braucht. Und dann haben die Kinder immer ein Ziel, auf das sie hinarbeiten, immer in Teams. Ja, Projekt Literatur Deutschland zum Beispiel, was Sie da sehen. Da arbeitet ein Team über die Nordseeküste, weil ich vielleicht da schon mal in Urlaub war. Und dann habe ich Assoziationen dazu. Die Alpen interessieren mich vielleicht, aber da war ich im Urlaub, das möchte ich wissen. Und arbeite dazu. Und andere gehen mit den Eltern regelmäßig zum Skifahren in Alpen. Sagen, ja, das kenne ich, da möchte ich genauer. Und da begleitet sie dann immer ein Schriftsteller. Ja, der Theodor Storm empfängt sie die Gruppe über der Nordsee, der Goethe in Alpen, der Heinrich Heine in Mittelburg im Harz für und so weiter. Und da bringen die, arbeiten die dann eben vernetzt. Beispiel, wenn ein Ausschnitt vom Schimmelreiter drin ist und der Hauke Heinstein, der Deich ist zu steil. Ja, warum? Was ist denn ein Deich? Wieso brauche ich Deiche? Warum ist der zu steil? Wie muss der sein? Schon, da muss ich Ebbe und Flut. Ja? Wie kommt das zustande? Wir müssen Deiche und so weiter. Sie verstehen, ne? Die Literatur bringt mich dazu, das zu verstehen, und umgekehrt verstehe ich dann die Literatur besser. Und dann macht es Sinn. Ein Kind im Ries, 10 Jahre, was soll sich das mit Deich an der Nordsee beschäftigen? Das bringen Sie dazu. Aus dem Grund, an der Grenze zu parken, ja? Da ist ein Deich was anderes. Das ist meine Vision, so grundsätzlich zu denken. Ich könnte natürlich da auch Physik, Mathematik und alles mit einbringen. Damit ich weiß, nicht, das brauche ich später im Leben mal. Ne?
sondern jetzt, um dieses Problem zu lösen, Probleme lösen ist geil, brauche ich dieses Wissen. Und das eigne ich mir jetzt an. Und dann ist das vernetzt und kein Schubladen. Dann wäre das völlig unzusammenhängend, da irgendwas in sich reinfrisst und dann kotzt man es irgendwann wieder aus. Ich glaube, ich muss jetzt ergänzen, dass wir Zeit dazu haben. Wir haben an der Schule nur Doppelstunden. Ja, das ist mir jetzt gerade aufgefallen. Für uns ist es schon selbstverständlich. Wir haben von 5 bis 12 nur noch Doppelstunden, was natürlich den Tag eines Schülers enorm entstresst. Ja, selbst wenn ein Schüler der Oberstufe 10 Stunden hätte, was die meisten gar nicht haben, sondern 8, haben sie nur 4 Fächer oder 5 Fächer. Ja? Und das ist was anderes, als wenn ich 8 oder 7 oder 8 Fächer am Tag habe. Man kann auch die Zeit ganz anders einteilen. Das hat bei uns auch eine Zeit gedauert. Es gab auch immer wieder die klagenden Geschichts- und Biologielehrer, die immer gesagt haben, ich brauche die Klasse zweimal die Woche. Ich brauche die Klasse. Ich habe dann immer gefragt, ob die Klasse sie braucht, ist die Frage. Ich glaube nicht, dass sie sie zweimal braucht. Und die Doppelstunden, die sind natürlich auch ein sanfter Zwang für die Kollegin umzudenken. Denn wer eine Doppelstunde in 2x45 Minuten aufteilt, hält das auch nicht lange durch. Das heißt, man muss dann überlegen, wie mache ich das? Außerdem spart man sehr viel Zeit mit Doppelstunden. Jetzt kommst du mit einer tollen Rechnung. Ja. Ja, die ist sehr. Wie läuft eine normale 45-Minuten-Stunde? Habt ihr ja nie 45 Minuten. Ja. Also bis alles losging, haben sie da zwischen 5 und 10 Minuten schon mal weg. Dann muss man das einsammeln und dann, wo habt ihr eure Hefte und Bücher und was weiß ich. Oder bis sie kommen. Ja. allein, dass das dann, selbst wenn ich so machen würde, ja, nur einmal wegfällt in einer Doppelstunde, habe ich mal hochgerechnet fürs Fach Latein, 5. Klasse, bringt über 20 Stunden zusätzlich Unterricht im Jahr. Das muss man sich mal vorstellen. Dann das andere noch. Wenn hier jetzt jemand eine Frage stellt, Sie sind alle am Arbeiten, ich habe da Tageanschrift und Sie schreiben das ab und Sie gerade nachdenken und jetzt stellt jemand eine Verständnisfrage. Wenn ich die beantworte, müssen Sie alle Ihre Lernzeit unterbrechen. Ja? Und das erkläre ich jetzt, ob er oder sie das verstanden hat, weiß ich nicht. Vielleicht traut er sich noch ein zweites Mal zu fragen. Aber ein drittes Mal? Und jedes Mal, bei jeder Frage eines Schülers müssen alle anderen ihre Lernzeit, die sollen ja zuhören, ne? Will ich ja, ihre Lernzeit unterbrechen. Rechnen Sie die Momente noch einmal hoch im Schuljahr. Da kann mir keiner erzählen, dass er so, wie wir es versuchen zu machen, dann nicht fertig wird. Das konnte ich nämlich immer wieder. Na, das schaffe ich ja. Dieses furchtbare Wort, mein Stoff nicht. Oder mein Buch nicht. Ja. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Also kleine Fußnote, ich finde ja, dass die Lehrer sollten ein Gelübde ablegen, dass sie das Wort Stoff den Dealern überlassen. Ja. Ja. Und dass sie sich den vielen Stoffen und Substanzen und Relationen der Welt zuwenden. Ja. Das sind jetzt zwei Meldungen oder drei. Da oben war Fragen zu mir. Also, ich habe noch eine Frage zum Thema Schulaufgaben. Wir haben ganz gut gearbeitet auf die Schulaufgaben hin. Und so wie ich verstanden habe, ist die Schulaufgabe ein Nebenprodukt. Das wird halt dabei geschrieben. Nein, nein, so neben auch nicht. Also, weiß ich auch, weil die beiden. Das waren eher, die wird geschrieben. Dann, ja. Aber ich muss mich einig, aber ich arbeite jetzt nicht alleine auf diesen. Ja. Und wie verkaufen Sie es den Eltern? Ja. Also zu den Schulaufgaben noch einmal, ich spreche jetzt wieder, in Latein ist es ähnlich, zum Beispiel auch in Mathe, weiß ich. Kriegen die Kinder nochmal gesondert einen Trainingsplan, wo das Material noch strukturiert aufgelistet ist, was vorhanden ist. Dass sie wissen zur Sprache, wenn ich was üben will, ist es die und die Übungen, ja, und so weiter. Und da ist es tatsächlich so, wie Sie es gemeint haben, dass die nicht dann 2-3 Wochen lang erzählen, das ist ja furchtbar, jede Deutschstunde nur für die Schulaufgabe. Das braucht ja auch wieder nicht jede. Ich habe es ja in dem Film gesagt, der eine sehe ich nach 2 Übungsaufsätzen, gut, ja. Und beim anderen, nach 3-4, gibt es immer noch Dinge zu verbessern. Aber das ist kein Problem, weil die es nach 2 können, genug immer zu tun haben. Ja, es kann die Frage, ich bin fertig, was soll ich jetzt machen, gibt es nicht mehr. Wenn das jemand stellt, will ich sagen, hol da Kompetenz raus, schauen wir mal, was ist noch nicht erledigt. Ja, aber die Frage kommt gar nicht mehr.